heutigen Video geht es um den BMW E24, den ihr hier im Hintergrund seht. Hier kommt mein Kumpel Marius, manche kennen ihn vielleicht, von dem Modelabel Camper. Das Auto war 2016 schon mal bei mir, da habe ich damals die Radläufe gemacht. Genau, das ist halt ein schmales Fitment, kriegt später. Zu der Felge kommen wir aber nachher noch. Im Hauptaugenmerk geht es in diesem Video die Abgasanlage. Hier vor mir seht ihr schon die ganze Komponente. Zum einen ein schöner Endtopf, zum Pro Custom aus Kohle. Der baut recht schmal, damit er zwischen Ersatzrad, Wanne und Tank passt. Dann habe ich hier ein paar große Rohrbögen, daraus werde ich einen X-Pipe machen. Darauf gehen wir aber gleich im Detail ein. Später werdet ihr noch sehen, wie wir die endgültige Felge anpassen. Dann werdet ihr sehen, wie das Auto auf dem Ultrace in Polen steht. Weil jetzt ist genau 2 Wochen vor dem Ultrace. Es gibt noch richtig viel zu tun. Weil, naja, außer dem Auspuff ist noch ein bisschen Innenraum als Geisel. Also im Prinzip der ganze Innenraum einzubauen. Und ihr seht viele hier noch Zierleiste und alle möglichen Kleinigkeiten. Das heißt, es wird spannend. Aber jetzt geht es für euch erstmal los. Die Teilaufnahme zum Auspuff. Ja, der erste Schritt war dann, den Endtopf zu positionieren, was in dem Fall gar nicht so leicht ist, weil die Baureihe E24 bzw. die baugleiche BMWs E28, E23 einfach richtig wenig Platz für den Endtopf bietet zwischen der Ersatzradwanne und dem Tank. Ja, ich habe das dann auf den Getriebeheber gelegt, um den Topf zu positionieren. Später habe ich es dann noch mit Kartons unterlegt, um es in Position zu halten. Und dann ging es auch schon weiter. Ich bin zu meinem Lieblingsautoteile-Händler meines Vertrauens gefahren und habe mir erstmal ein paar passende Auspuffgummis besorgt. In dem Fall waren es welche von Peugeot. Der genaue Typ könnte ich noch rausfinden, wenn es jemand interessiert. Die haben mir einfach gefallen, weil man die ordentlich verschrauben kann und die in der Mitte einen relativ straffen Gummi haben. Ja, und dann ging es weiter. Erstmal Halter konstruieren. Das Ziel war ja in dem Fall, den Auspuff mit mehr Halter und strafferer Halter wie original zu versehen, weil das Auto ja eben Luftfahrwerk hat bzw. sehr tief ist. Das heißt, der Auspuff wird vielleicht, abseits der Straße natürlich, vielleicht mal einen Bodenkontakt kriegen. Deshalb muss der relativ fest verschraubt sein, dass es den eben nicht auseinanderzieht oder beim ersten Bodenkontakt irgendwie ein bisschen verrutscht oder verbiegt und der dann anfängt zu klappern. Deshalb war das größte Ziel, den richtig straff und satt aufzuhängen. Natürlich ganz stark kann man auch nicht aufhängen, weil naja, ein Auspuff, der dehnt sich aus. Der ist ja aus Metall. Metall hat eine Wärmeausdehnung. Und auf die Länge von knapp 2 Meter kann das sich schon mal um gute paar Millimeter ausdehnen. Deshalb muss ein Auspuff eigentlich immer gummigelagert sein. Mal abgesehen von den Schwingungen, die der Motor erzeugt, wenn man eben beschleunigt. Ja, und dann ging es weiter. Ich habe den Auspuff hinter noch fest gemacht, dass er halt auf beide Seiten mal aufgehängt war. Und habe dann über die Rohrführung konstruiert. Das Ziel war, den Auspuff auch relativ weit hinter, ganz nah am Diff. Beziehungsweise in der Hinsicht dann eher weit vorne zu positionieren, weil das Endrohr, wenn wir später dazu kommen, auch noch eine Challenge ist, für die man viel Platz braucht. Ja, dann ging es erstmal weiter, alle Auspuffhalter komplett zu positionieren unterm Auto, immer an geeigneter Stelle. In dem Fall sieht man jetzt wieder die Halter und auch den Hauptgrund, warum ich mich für die entschieden habe. Weil man nämlich 2 Rohre rechts und links dran vorbeiführen kann und in der Mitte einen Halter konstruieren, sodass der Gummi zwischen den Rohren hängt und eben dann auch noch eine Quer- also die Querkräfte etwas abfängt, wie man jetzt hier sieht, hängt der Gummi dazwischen und wenn der Auspuff sich bewegt, dann hängt er nicht nur am Gummi, sondern der Gummi begrenzt dann auch noch die 2 Auspuffrohre links und rechts. Dann ging es weiter mit einem Halter an dem Mitteltunnel. Da habe ich eine ähnliche Position gewählt wie das Mittellager von der Kardanwelle. Ich verwende dazu sehr gerne diese Einnied-Gewinde. Das ist eben eine schöne Technik, um
in ein dünnes Blech oder eine Stelle, wo man eben eigentlich jetzt nicht unbedingt was festschrauben könnte, außer mit einer Blechschraube eben ein Gewinde zu schaffen, um dann einfach was zu verschrauben zu können, das man auch wieder weg und wieder hinschrauben kann, ohne dass jetzt zum Beispiel das Blech kaputt geht. Im Fall von einer Blechschraube ist der so, kann man 2-3 Mal reindrehen und dann hat die einfach keinen Halt mehr. Hier im vorderen Teil wurde dann ein Auspuffhalter mit einer Stufe gedreht, damit es eben auch eine Begrenzung hat nach vorne und hinten. Das heißt, der Halter, der kann jetzt nicht durch den Gummi durchrutschen und in dem Fall gibt es dem Auspuff dann auch noch eine Stabilität von der Schwingung her. Nachdem alle Halter befestigt waren, ging es dann erstmal richtig los mit den Auspuffen und den Rohre, die zu positionieren. In dem Fall sieht man hier, ich habe mir mal so Aufnahme für den Getriebeheber gemacht, wo man schön die Rohre reinlegen kann und die mal so grob vorpositionieren. Eigentlich ein ganz nützliches Werkzeug, um eben solche Arbeiten zu machen, weil jetzt liegt das Rohr sauber drin, das hintere Rohr hängt schon und dann kann man das eben schön verbinden, ohne dass man immer eine helfende Person braucht, sondern man kann gechillt alleine vor sich hinarbeiten. Die Schwierigkeit hier bei dem Auspuff war auch noch, dass wir einen Durchmesser 2x60 gewählt haben, was eigentlich für den originale 3,5 Liter Sechszylinder fast schon ein bisschen groß ist. Aber man weiß ja nie, ob da mal mehr Power kommt. Das ist auch der Grund, warum wir hier nicht mit Vermiergas gearbeitet haben. Also Vermiergas nimmt man ja dann, wenn man quasi eine perfekte Schweißnaht und eine perfekte Schweißnahtfläche auf der Innenseite des Rohrs haben will. Aber weil hier einfach die Prämisse nicht ist, das letzte PS rauszuholen und der Rohrdurchmesser eh schon viel zu groß gewählt ist, eigentlich haben wir darauf mal verzichtet. Ja, und dann ging es weiter mit dem schwierigsten und auch sichtbarsten Part, dem Endrohr. Man sieht ja, das Vorserie oder erste Serie E24 Modell hat den Auspuff fast mittig und den Topf etwas rechts versetzt. Also hier ist die Schwierigkeit, einen richtig schönen Schwanenhals zu machen, der eben auch optisch ansprechend ist. Man könnte jetzt die Rohre auch irgendwie da schräg durchlegen, dann würde die aber außer Mitte links vom Fahrzeug her wegzeigen, was ja richtig dumm aussieht. Das heißt, man kann eigentlich nur mit einem Schwanenhals schaffen, um die Rohre eben geradeaus raus zeigen zu lassen. Ähnlich ist auch der Originalauspuff, nur eben halt 2x40 mm Rohr und nicht 2x60. Ich habe zuerst die Rohre sauber geheftet, dabei geschaut, dass die schön fluchten. Was jetzt hier so einfach aussieht, war schon ein bisschen eine Herausforderung, die Rohre auch schön parallel laufen zu lassen, nachdem die dann sauber verschweißt waren. Hier ist auch jetzt das Augenmerk nicht auf eine schöne Schweißnaht, sondern hier ist das Augenmerk darauf, dass man die Schweißnaht nachher schön verschleifen kann. Also wenn ich weiß, ich verschleife die, dann ist mir das wichtiger, dass die, sag mal, keinen zu tiefen Einbrand hat, sondern eher etwas überhöht ist, damit man halt noch ein bisschen Material hat, um das abzutragen. Hier arbeite ich am liebsten mit einer Fingerfeile und mit einem normalen Flex, um die grobe Verschleifarbeit zu machen. Was man jetzt hier sieht, später dann mit einer Fließscheibe, um das Rohr eben vorzubereiten. Hier muss man auch penibel drauf achten, damit man sich keine Macke reinschleift, vor allem bei Edelstahl. Einmal eine Macke drin, dann bleibt eigentlich nur wieder Aufschweiße und das Ganze fängt von vorne an. Deswegen hier lieber kleinere Schritte machen, langsamere Schritte. Ja, und dann geht es schon weiter, großer Polierbock. Hier ist halt darauf zu achten, dass man eigentlich echt einen hat mit Starkstrom, weil sonst kriegt man gar nicht genug Kraft zusammen.
um eben die Oberfläche so gut zu bearbeiten, dass sie nachher schön glänzt. Das war jetzt der erste Schritt mit einer Sisal-Scheibe, wie man sieht. Sisal ist die gröbste Scheibe, die würde ich mal so nach dem Vlies anordnen. Und dann geht es eben weiter mit einer Leinescheibe mit verschiedenen Poliermitteln. Und das Ganze immer feiner. Wie man hier sieht, das ist eine richtige Drecksarbeit. Also schönes Geschäft ist das nicht, aber das Ergebnis überzeugt am Ende doch immer. Ja, das lasse ich jetzt einfach mal so auf sich wirken. Das sind die fertig polierte Endrohre. Ja, den Rest von dem Auspuff haben wir dann off-Kamera gemacht, weil ja, die Zeit wurde irgendwie knapp, das Auto musste bis zum Ultrace fertig werden. Das heißt, wir sind dann an die Innenausstattung gegangen, dass man überhaupt das Auto mal als fertiges Auto dort präsentieren kann. Ja, manche fragen sich jetzt gerade vielleicht, was das für ein Schaltknauf ist, der da so gut zu dem Nardi-Lenkrad passt. Die habe ich mal in einer Kleinserie hergestellt. Bei Bedarf könnte ich da noch mal welche machen. Schreibt mal in die Kommentare, ob das ein Produkt für meinen Online-Shop wäre. Ja, dann ging es irgendwann weiter mit der Felge. Eigentlich hätte da Felge aus Amerika kommen sollen, von Brixton Forked. Die hing aber leider am Zoll fest. Dann hat unser guter Freund Stefan, der noch einen Satz der S-Felge liege hatte, gesagt, komm, wir machen meine Felge schnell drauf, dass das Auto überhaupt auf den Trailer kann. Die musste man dann aber noch umschüsseln und dann haben sie passt. Ja, die Felge waren leider ein halbes Zoll zu breit, aber dann kam uns noch die Idee, wir könnten den Stern anstatt im Sandwich Front montieren und das hat eben genau das halbe Zoll gebracht, damit wir die Felge überhaupt hinter unter den BMW bringen. Naja, vorne haben sie leider nicht ganz gepasst. Da mussten wir uns den guten Gurkenschäler von meiner Mutter ausleihen. Ich weiß nicht, ob sie das überhaupt schon mitbekommen hat. Wenn jetzt sieht sie es jetzt. Der schält nicht nur Gurke, der schält auch Reife. Und dann hat das Ganze doch, dafür, dass es eine Übernachtaktion war, echt gut gepasst. Ja, und dann war es auch schon soweit. Am nächsten Tag kam der Marius, dann das Auto verladen und es ging los Richtung Breslau, Polen und Trace. Wie ihr jetzt vielleicht gesehen habt, war das ein bisschen ein hastiger Schluss für ein Video. Das liegt daran, dass uns einfach die Zeit ausgegangen ist. Wir konnten weder Soundaufnahme, Fahraufnahme vom fertigen Auto machen, noch hatte ich irgendwie beim Ultrace die Zeit, da ein paar cinematische Szenen zu filmen. Deshalb kommt das Auto jetzt dann im Frühjahr irgendwann zurück. Also das war ja dann immer auf Messe mit dabei mit Marius. Jetzt kommt es im Frühjahr zurück, dann wird es mal eine längere Zeit hier sein. Wir machen die Aufnahme vom fertigen Auspuff, ein paar Fahrszenen und ein paar Soundaufnahmen. Also der zweite Teil wird nochmal interessant für euch. Ja, schreibt mal in die Kommentare, wie euch so Videos gefallen haben, mit so, sage ich mal, ein bisschen Bildlabs dabei drin. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.